Kennen Sie schon den Alstor 8x8? Nein? Ganz ehrlich gesagt, bis vor kurzem kannten wir ihn auch nicht. Durch einen Zufall sind wir auf den kompakten Rückezug aufmerksam geworden. Nachdem wir uns das Fahrzeug in der Praxis angesehen haben, waren wir schwer beeindruckt. Doch alles der Reihe nach. Kommen Sie mit zu einer Probefahrt über Stock und Stein. Der Alstor 8x8 wurde Ende der 90er Jahre in Schweden entwickelt. Unter der Motorhaube arbeitet ein Zweizylinder-Dieselmotor von Kubota mit 16 PS. Alternativ gibt es auch einen 18 PS Benziner von Vanguard. Laut Hersteller kommen die beiden Triebwerke mit nur 1 bis 2 Litern Kraftstoff in der Stunde aus. Da ist der 18 Liter Dieseltank auch für lange Arbeitstage groß genug. Der komplette Antriebsstrang arbeitet voll mechanisch. Vom Motor kommend verläuft die Kraft über einen Riemenvariator in ein unsynchronisiertes Vierganggetriebe. Weiter hinten teilen zwei baugleiche Verteilergetriebe den Kraftfluss zur Vorder- und Hinterachse auf. Die einzelnen Räder werden über Ketten angetrieben. Der mechanische Achtradantrieb und die Boogie-Achsen verhelfen dem Fahrzeug zu einer extremen Geländegängigkeit. Auch beim Überfahren von hohen Geländekanten behalten die Räder immer den Kontakt zum Boden. Der Fahrerstand ist einfach, aber zweckmäßig. Die Bedienung ist kinderleicht. Es gibt keine Kupplung, nur ein Fahrpedal und eine Bremse. Der Variator regelt automatisch, je nach Belastung, die Geschwindigkeit und das Drehmoment. Am Einsatzort wollen wir jetzt mit dem Kran arbeiten. Dieser stammt vom schwedischen Hersteller Pharma und hat eine Reichweite von 3,5 Metern. Am Fahrzeug hebt er 1200 Kilogramm, bei voller Ausladung sind es immer noch 300 Kilogramm. Wem die Reichweite des Krans nicht genug ist, der kann den Alstor mit einer hydraulisch angetriebenen Funkseilwinde ausrüsten. Mit Hilfe der Winde lässt sich das Holz so weit heranziehen, dass es mit dem Kran aufgeladen werden kann. Mit dem Holz im Gepäck fahren wir jetzt wieder ins Gelände. Hier haben uns die Kletterqualitäten des Fahrzeugs wirklich beeindruckt. Aber sehen Sie selbst. Unsere Probefahrt konnten wir auf dem Betrieb von Manfred Ranzinger durchführen. Er vertreibt den Alstor 8x8 in Deutschland und Österreich.
Ich mache seit 2010 mache ich einen Vertrieb für den Alster 8x8 in Österreich und Deutschland. Wir haben das Fahrzeug letztes Jahr auf der Interforest in München vorgestellt. Das Interesse war überwältigend, weil wirklich die Leute, die vorbeikamen, haben gesagt, Mensch, endlich mal eine kleine, kompakte Forstmaschine. Große gibt es sehr viele. Und gerade die kleinen, die wo man für Erstdurchforstung, Bodenschonung, in unwegsames Gelände, in Sumpfgebiete, Moorlandschaften, da hernehmen kann, da ist das Gerät ideal. Und wer Interesse hat, dass er mir das Fahrzeug mal ausprobieren will, kann gerne vorbeikommen von mir. Muss mich anrufen, mache mir einen Termin aus. Ich habe lauter steile, schwierige Wallflächen, wo man das wirklich ausprobieren kann. Auffahren, runterfahren, auf der Straße kann man es ausprobieren, das Fahrzeug. Gar kein Problem. Vorbeikommen, selber fahren damit. Wenn Sie jetzt gerne mehr über den Alster 8x8 erfahren möchten, lesen Sie die Ausgabe 8 2011 des Fortschrittlichen Landwirts. Dort finden Sie unseren ausführlichen Fahrbericht.